Der Faulkogel ist mit 2654 Meter nach dem Weißeck und dem Mosermandl der dritthöchste Berg der Radstädter Tauern, die eine Gebirgsgruppe der niederen Tauern sind. Aufgrund der markanten Form wird der Faulkogel auch als Matterhorn Salzburgs bezeichnet. Er liegt zwischen Flachauer Tal, Kleinaltal und Zederhaustal und gehört zum Alpenhauptkamm. Der Berg selber ist dreigipfelig. Der höchste Gipfel ist der Nordgipfel. Der Normalaufstieg erfolgt von der Neukarscharte durch einen Kamin über die Schulter auf den Gipfel. Im Winter eröffnet sich mit der Neukarrinne mit einer Steilheit bis maximal 45 Grad eine sehr interessante Alternative, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Servus, grüß euch, habe die Ehre und willkommen zu diesem neuen Video am Kanal von Alpine Momente. Was machen wir heute am 14.11.? Die Regierung in Österreich wird einen harten Lockdown verkündigen. Ein Teil der Bevölkerung wird den Handel stürmen und das Virus verbreiten. Die Medien werden schlechte Nachrichten verbreiten. Aber wir am Kanal verbreiten wunderbare Bilder für euch ohne Virus. Wir gehen auf den Faulkogel durch die Neukarrinnlaufe, die ist da hinter mir. Gleichzeitig die erste Steilrin von meiner Schwester und die Bianca ist auch dabei. Viel Spaß, kommt mit aufs Bongauer Matterhorn ohne Coronavirus. So schaut's aus. Weil der Franz und ich, wir haben alle schon gewusst, dass die Theresa, dass ihr Motto steil ist, geil. Genau, so darum gehen wir heute auf den Faulkogel rauf. Ja, weil das ist steil. Und drum und ist geil. Steil, ja. Genau. Und bergauf ist schnauf. Ja. Da vorne ist er. Faule. Kurz vor Sonnenaufgang hintere Marburgalm. Und vorne das Ziel. Faulkogel mit drin. Schwarzkopf, um die Windschaufe. Sag einmal gewaltig. Gewaltig! Ursprungalm da vorne. Ja, wir gehen jetzt Richtung Neukarsee. Da machst du schnell Höhenmeter mit den Schneehasen da hinterberg. Gell? Hä? Hä? Ja. Mach mal! Und nebenbei können wir rennen auch noch. Ja. Das heißt, zum Tempo her muss es passen. Ganz draußen im Tal gestartet. Da rauf. Trennen sich den Weg. Normalweg auf den Faulkogel. Wir gehen jetzt zum Neukarsee oben. Und durch die Rinnaufe. Direttissima! Die gewaltige Direttissima! Wir sind jetzt im wunderschönen Neukarkessel, da ist der Neukarsee. Da vorne versteckt er sich, zeige ich euch gleich. Ja, zu meiner Linken jetzt der Neukarsee. Voll eingefahren, Schwan hat es auch da oben gewichst. Frage mich, wie der da hergekommen ist. Da kannst du schon einlaufen. Theresa, gut macht sie das. Ah, jetzt kommt die Sonne Richtung Mosermandl. Da oben irgendwo ist der Franz.
Bockloch stehen. Normalerweise. Hört einmal, ganz ein hoher Zustieg zur Rinde. Das ist der Altturber Koch, Altturber Quergang. Oh, meine Zerchen sind kalt. Hinter uns der Neukarsee. Und jetzt da vorne die Therese in ihrer ersten Steilrinne. Naja, wenn es dann links ist und dann rechts. Ich wollte die Angst probieren. Aber ich glaube, ich hoffe, das ist nicht. Wie die Therese von allem. Die Engste, ja? Die Originalen. Ja. Wenn es in dem Bad muss ich eine schneiden. Frech. Da ist die Rinesa. Weiß ich, warum du solche Wadel hast? Das sind die Rinnenwadel. Die Rinnadel.
Break. So, was sagst du jetzt nach deiner ersten Steilrinne? Los, nicht leicht rein. Ist nicht leicht Schnee. Das ist jetzt das Abgewandelte von den Kärntner, weil die Kärntner sagen, lauf leicht laufen. Ist leicht Rosa. Jawohl, Anita. Anita. Letzte Meter auf dem Gipfel rauf. Da unser Gipfelbuch. Da haben wir uns auch noch eingetragen. Da muss ich ja fast sagen, ein Träumchen, ihr erstes Mal Falkogel. Mir gibt's ein Däumchen. Sehr schön. Jetzt ist er bei New York, oder? Bin ich am Gipfel dann um. Ich film deinen Arsch. Ah, nein, der Reser geht da rechts. Ist da eine Spur, oder? Da geht's. Passt. Jawohl! Für die Rinne einfach! Das ist ein Kurkinge, gell? Ja. Ich muss nicht noch muuuuh! Solange wir keine Milch kriegen sind. Bergheil, super! Voll geil! Bergheil! Bergheil, bleibt's geil! Jawohl, so schaut's aus! Ah, sehr schön. Immer wieder schön am Fahle. Ah, schön, die hohen Tauern. Einfach ein Traum. Da vorne ist der Hof noch. Da waren wir auch oben. Das Bianca und ich. Hallo, der Horn. Jo, jetzt verschüssen wir uns vom Fahle, von einem von meinen Lieblingsberg. Immer wieder ein Träumchen. Jetzt zeigen wir euch einen Normalweg alle. Da geht es in die Rinne rein, da sind wir raufgekommen. Und da über die Schulter geht jetzt der Normalweg alle. Normalweg, Sommerweg, geht da drüben über die Schulter. Aber der Schnee tragt ganz gut, jetzt gehen wir da oben. Kürzen ein bisschen ab. Ah, gewaltig! Da habe ich Sepp Rädel eben, was hab's denn, Dirndln? Ja, man sieht das Rädel eben. Gell? Da ist das Brädel und da draußen ist eben. Genau, da draußen ist eben und wir stehen an einem Brädel. Hallo Schneebrett. Das ist die Rinne Esa. Die geht heute die erste Rinne. Mit der Rinanka und mit Spider-Frank. Du schaust aus wie ein Sums hier mit deinen zwei Antennen Sum, und der Brühe. Sum, Sum, Bianca, Sum herum, über Stock und über Stein, aber brich dir nicht das Bein, sonst bist du ein armes Schwein. Sum, Sum, Sum. Da braucht man echt keine Muse mehr hinterlegen bei meinen Videos. Naja, das ist jetzt der Kamin über Normalanstieg. Wie man sieht, ist ein Kamin, weil es so warm ist.
Darum liegt überall der Schnee. Juche! Mann, Alter, da unten, ich würde so gerne mit den Ski runterfahren. Ja, sicher. Einfach so gehen, wie du es sicher kriegst. Geht gut, ja. Das sind schöne Stadtkarten. Weiß auch nicht. Sollen wir. Möchtest du da in der Mitte raus, der Reser? Das geht echt gut. Ja. Kontrollieren. Schnell, oder? Ja, ein bisschen, aber gleich haben wir es geschafft. Ja, voll runter. Kurz das Seil rausgefangen. Solange du selber nicht rein rennst, die Zacken. Hör auf. Ein paar gratis Bierfings. Genau. Ich habe jetzt mal Angst, wenn du irgendwo gehst, wo es steil ist. Du guckst gut, was das macht. Sehr gut. Jawohl! Gewaltig! Wir stehen jetzt wieder beim Parkplatz hier unten von den Marbachalmen in flacher Winkel hinten. Da mache ich ein kurzes Resümee. Wenn der Normalweg Faulkogel interessiert, habe ich mal richtig cool dokumentiert. Ist oben und auch unten in der Beschreibung ein Video verlinkt. Schaut euch das unbedingt an. Die Rinnenaufe, Neukarin, 400 Höhenmeter ungefähr. Richtig lässig, 40 bis maximal 45 Grad steil. Oben die Hängestelle, habt ihr ja gesehen. Ausrutschen solltet ihr nicht, sonst liegt im Neukarsee unten. Abstieg über den Normalweg ist im Winter auch sehr anspruchsvoll. Die Rinn im Kamin ist aktuell nicht so steil, wie es wir beim Kraxengrat gehabt haben. Wir haben wieder Werbung in eigener Sache, Video unten verlinkt. Also im Frühjahr ist die Rinn im Kamin definitiv steiler. Man konnte da die Seilversicherung hernehmen, um mit einem Seil oben zu sichern. Faulkogel für mich immer wieder ein super tolles Erlebnis. Die Rinnen endlich wieder angeschaut. Ich freue mich auf den Winter, wenn der Schnee da ist, wenn wir mit den Ski aufgehen können und runterballern können. Wer das nicht verpassen will, unbedingt jetzt seinen Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Gebt der Theresa einen dicken Daumen nach oben für ihre erste schöne Steilrinne. Hat super gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, unten eine ins Kommentar führt. In dem Sinn, das war's schon. Bergheil, bleibt's geil. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Pfiat euch. Ciao.